Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und wie ihr wisst, ich habe eine ganze Weile kein Call of Duty mehr gespielt und ich habe mir gedacht, heute komm, lädst dir mal Black Ops 2 runter auf den PC und spielst mal eine Runde online. Ich hätte nicht gedacht, was mich da erwartet. Bevor ich jetzt anfange, hört euch einfach mal diese knappe Minute an. Ist ja so mal exemplarisch, ich hatte ein paar Spiele, aber das war das Schlimmste. Hey! Jungs, hast du kein Leben, du Hurensohn? Hack, okay, du hackst, Hacker, nice Hack. Ich guck, wie du's weißt, du dreckiger Stricher. Hä, wie du's weißt, Alter. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Er weiß es immer, der Hurensohn. Halt doch mal die Fresse, Alter. Dein Vater. Aus all die geklaut, Hurensohn. Hacker, nice Hack, dumme Sau. Dreckiger Skorpion-Noob, Alter. Nice Hack. Kauf dir erstmal ein Headset, Digga. So, nachdem ihr euch das Ganze jetzt angehört habt, am besten fand ich ja immer noch die Beleidigung, kauft ihr erstmal ein Headset Hühnsinn oder sowas in der Richtung. Das ist übrigens der Typ, der hat einen YouTube-Channel. Also zumindest hat er auf seiner Waffe YouTube drauf gehabt. Und ich habe mal geguckt auf YouTube, ich habe keine Ahnung, wer das da ist. Falls einer den Channel kennt, dann kann das ja unten in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, mich würde ja heutzutage auf YouTube nichts mehr wundern, ja? Vielleicht ist das ja der aufstrebende Star am YouTube Call of Duty Himmel, der gerade gezwungenermaßen ein Rage-Commentary aufnehmen muss. Wie gesagt, mich würde ja nichts mehr wundern. Mich würde ja echt gar nichts mehr wundern bei der ganzen Sache. Aber ist mal echt mal ernsthaft die Frage, ist das normal? Ist das normal? Also, das bei mir war das so 50-50. Also, meistens. Also in der Hälfte der Spiele hat gar keiner was gesagt und in der anderen Hälfte der Spiele war halt immer so einer drinne. Ich hätte es hier noch viel mehr rausschneiden können aus dem einen Game. Die haben es dann irgendwann auch rumgestritten im Voice-Chat oder sowas. Benutzt eigentlich, meine ernst gemeinte Frage, benutzt eigentlich den Voice-Chat irgendjemand, um irgendwas Sinnvolles zu sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber kann ich auch ganz ehrlich... Kann ich auch verstehen, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, beziehungsweise da ist das ja pre-made, also sprich, man spielt mit seinen Kumpels irgendwie zusammen, mit seinem Clan oder sonst was in der Richtung und dann sitzt man ja in der Regel am PC zumindest, auch im Teamspeak oder im Skype oder sonst wo und auch an der Konsole mittlerweile. Also ich kenne keinen mehr, der wirklich die Ingame-Party verwendet. Verwendet ihr die Ingame-Party noch auf der Konsole? Ich weiß nicht, ich glaube, ich war zuletzt vor 3 Jahren oder so in der Xbox-Party. Das war so die ganze Zeit eigentlich immer im Skype oder sonst was in der Richtung. Aber das kannst du ohne Scheiß, das kannst du irgendwie nicht sein, das ganze Rumgeschrei. Also übrigens, das Gameplay von mir, da zeige ich euch nicht, das war absolut das Schlechteste, was ich jemals gespielt habe. Ich hatte am Ende irgendwie 14, 17 oder sowas Map nie gespielt, Waffe keinen blassen Schimmer, was auch immer. Aber der Hit war, und ich kann es euch jetzt auch nochmal reinschreiben, den Schluss, der Typ, der die ganze Zeit rumgeschrien hat, wie böse alle hacken, der war am Ende noch schlechter als ich. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ich war schon da so extrem, so schlecht, das geht gar nicht mehr schlechter, aber gut, ich meine, so ist das halt, wenn man seine Zeit mehr auf Ingame rumschreien verbringt, als zumindest versuchen, irgendwie halbwegs ordentlich zu spielen. Aber was mich generell mal interessieren würde, ist, was meint ihr, ist das bloß in Call of Duty so? Aber ich meine, das kann man schlecht sagen. Ich meine, wenn man sich mal anguckt in anderen Spielen, wo vielleicht jetzt Voice-Chat nicht so extrem ist, aber irgendwie, aber halt Chat geschrieben, da wird ja auch geflamed, was das Zeug hält. Das ist ja eigentlich vollkommen normal. Und die Frage ist, will man da was dagegen machen? Kann man da was dagegen machen? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, manche Leute machen das gar nicht mal, um sich großartig, keine Ahnung, aufzuregen oder sowas. Die brauchen das einfach. Die wollen einfach ein bisschen rumschreien oder sowas in der Richtung. Aber mich nervt es, ehrlich gesagt. Und was ich ganz cool finde, was ich ganz cool finden würde, es könnte doch, also könnte man doch bauen, sowas in der Richtung. Ich glaube, das wäre für so Spiele gar nicht so übel. Man könnte doch einen Filter bauen. Jetzt, ich meine damit nicht einfach einen Filter, wo man die Leute jetzt einfach stumm schaltet oder so, das ist ja langweilig. Aber man könnte doch einen Filter einbauen, der die Lautstärke senkt. Also der so automatisch, das gibt's ja im Skype auch, das macht's dann lauter und leiser, je nachdem wie laut einer das Mikrofon brüllt. Wenn man sowas mal fast sehr viele Spiele haben jetzt Voice-Chat in-game, ja, aber das wäre doch gut, wenn man halt so den Voice-Chat so ein bisschen an so ein gemeinsames Level anpassen würde, ja, und vielleicht auch mal so ein bisschen Brumm oder einen Rauschfilter drüber machen, weil manche Leute haben ja, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie mit der Kartoffel aufnehmen oder sonst was, die haben ja eine Mikrofonqualität, ist ja unterirdisch.
einfach, dass man mal einen Filter in das Game einbaut oder in die Games einbaut, dass dann die Leute einfach ein bisschen leiser gemacht werden, ja? Was auch geil wäre, man könnte da sogar so ein Quicktime-Event draus machen. Wenn jetzt einmal dreimal in Folge zu laut geschrien hat, da kann man ihn muten, wenn man schnell genug irgendeinen von random 5 Knöpfen drückt. Das ist so. Und dann am Ende gibt es ein Achievement, wenn man es geschafft hat. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt aufnehme, aber das hat mich mal wieder geschockt. Ja. Ich werde es am besten. Ich deinstalliere das Game gleich wieder. Ich deinstalliere es. Ich dachte mir so, ja, okay, ist ja nicht mal weit, bis Advanced Warfare rauskommt. Spiel's mal. Das hole ich mir übrigens für die Xbox und für wahrscheinlich auch für die PS4 oder für den PC. Also für den PC auf jeden Fall und ob Xbox oder PS4 muss ich mal gucken. Das weiß ich nicht genau. Und ich dachte mal so, ja, spielst du halt mal ein paar Runden wieder, so ein bisschen wieder das Gefühl für das Game zu kriegen. Vor allem auf dem PC, da habe ich das ja noch gar nicht gespielt, großartig. Und es hat mir, ohne Scheiß, hat mir übelst die Lust jetzt da dran wieder verdorben. Aber vielleicht spiele ich ja nachher noch ein paar Runden. Aber das ist echt nervig. Mein Mikrofon ploppt. Was ist denn hier los gerade schon wieder? Egal, das war's auch im Großen und Ganzen schon. Wir machen jetzt Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.